So, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pure Plus Kingdom Hearts. Im letzten Part haben wir auf dem Herzblutplaneten 103 Herzlose umgebracht. Doch Vanitas ist immer noch auf freiem Fuße. Und wir müssen uns zu seinem Schattenturm. Sieht genauso aus wie der Wahnsinnsturm, nur irgendwie gruseliger. Wir sind schon so weit gekommen, wir werden nicht aufgeben. Ich schwör. Warum sind ja Stachelfallen? Aktiviert euch, ich will sterben, Choro! Sterb! Okay, tot. Sieht genauso aus wie der Wahnsinnsturm, ne? Nur ein bisschen wahnsinniger. Heimliche Truhen? Alter, die Mucke ist geil. Kingdom Hearts ist, hat eine coole Mucke. Da hat Disney echt was Gutes gemacht mit Square Enix. Oh nee, die Kiste ist Schrott. Vanitas, kauf dir mal neue Möbel jetzt. Ikea hat doch immer offen. Also jetzt mal ganz ehrlich, so eine modrige Holzkiste, das kannst du doch deinen Gästen nicht antun. Jetzt mal... Boah! Nee! Vanitas! Was ist, wenn du mal so... Nein, ich will es nicht zurückschieben. Wenn du wichtigen Besuch bekommst, ich meine jetzt so... Boah, ich weiß ja nicht, aber... Boah! Okay. Ja, leckt mich! Leckt mich! Euch kenne ich noch zu gut, kommt her. Musik ist geil. Ja, natürlich. Hat es schon immer eigentlich Neo-Schattenleuch gehießen? Ich glaub's nämlich ehrlich gesagt nicht. Dankeschön. Oder 21. Die sind glaube ich stärker als der rote. Aua! Tut mir nicht weh. Ich habe auch Gefühle. Was das andere für fette lila Kugeln sind, das wüsste ich auch gern. Okay, ich wüsste ehrlich gesagt nicht gern. Ich will sie nämlich nicht kennenlernen. Okay, also sie halten nicht sonderlich viel aus, aber ja, sind okay. Ich meine, erforderlich ist Level 27. Würfler, was denkst du dir eigentlich dabei? Das kriegt man doch nie im Leben hin. Höchstens mal ist... Nicht mal Choro kriegt das hin. Ich meine ja nur. Wie viel fehlt denn noch für ein Level? 18, okay. 3000, bla bla bla. 2000, bla bla bla. Schön für dich. Komm mal, du fette Kugel. Was bist du? Schattenquestor. Leck mich am Arsch und geh da nach Hause. Stopp! No Tempo verringert. Schwul. Das Schattenquest-Tor ist schwul. Schön. Wenigstens einer. So. Mal schauen, wie viel ihr so aushaltet. Also, Tomke, du bist echt mir viel zu fett. Aua! Mach mir doch keinen Schaden, ey. Der eine Schaden wird mich noch irgendwann ins Verderben stürzen. Ich weiß es. Stirb. Ah, cool. Stirb. Stirb. Ich hab gesagt, stirb, mein Freund. Alter, die Fette hat einen Volltreffer gelandet. Wie viel macht die da? 400 oder was? Danke. Wie viel gibst du mir? 134. Ja, super für dich. MP. Komm, Alter, du Neo-Schattenleuch. Dann habe ich doch noch eine Frage. Kommen die Gegner wieder? Ich hoffe es mal nett. Oh. Immerhin du. Aua, tut mir doch nicht weh. Schon wenig gewettet, Freund. Die Fette sollte sich wieder mal absorbieren. Sollte sich absorbieren, ja genau. So, ich will jetzt aber einmal etwas austesten. Und zwar, da ich das nie ausgetestet habe. Stirb einfach, du Neo-Schattenleuch.
Was bringt er? Also... Ich will's einfach mal testen. Einfach so aus Jux. Driver! MP-Regeneration! Plus Limit! Ah, cool, aber es gibt noch eine MP-Regeneration von 25. Das ist schon mal gut zu wissen. Das sind dann so zusätzliche Äther. Das ist gut. Geben die jetzt eigentlich mehr oder? Nein, die geben ein bisschen weniger. Ah. Aber da kann man Diamanten finden. Komm her, du. Ey, ey, ey. Truhe? Nee, 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 nee. Keine Truhe hier. Komm her, du fettes Kugelding. So. Ja, super. Den, wo ich jetzt verstopft habe, werde ich auch paralysieren. Ey, 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 ey. So haben wir nicht gewettet, Freund. Ja. Aber sind coole Gegner irgendwie. Dumm. Also richtig cool, meine ich. Ja, die sind schon ganz schön nett. So, wann der Typ sich halt da wieder bewegen kann, weiß ich nicht. Deswegen müssen wir den schnell ausschalten. Und Ultima sieht einfach nur abgefuckt geil aus. Seelfänger sieht auch geil aus. Ja, aber leider ist das Markus Schlüsselschwert. Und der Typ ist ja sogar noch am Leben, also wo ist der? Denn wenn wir Vanitas hier zur Strecke bringen, hilft uns das auch nichts. So, jetzt möchte ich es wissen. Ah, doch, hier ist natürlich was. Mega-Ether. So, jetzt mal gucken. Sind die wieder da? Nein, also man kann hier nicht leveln. Gut. Das Rätsel kenne ich noch zu gut. Das ging ganz einfach. Oder auch nicht. So auch nicht. So auch nicht. Und jetzt vielleicht. Nee. Jetzt komme ich da aber nicht durch. Moment. Jetzt aber. Ja. Okay. Leckt mich. Okay, ich mache sie kurz offscreen. So, damit wäre das auch geklärt. Ist es dasselbe? Ich glaube es nämlich nicht. Ah, ja, 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 ja. Wo finden wir denn den gescheiten Weg dadurch? So, wo kann man das denn aufschreiben? Da. Infozettel. Ja, ja, schön für dich. 1, 2, 3 nach rechts. 3 nach rechts. Mach mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nach oben. 1 nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nach oben. 2 nach rechts. 2 nach oben. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nach links. Mann, ist das schwul. 1, 2, 3 nach oben. 2 nach rechts. Dann 1 oben, 1 rechts. 1 oben plus 1 rechts. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 nach oben. 1 nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nach oben. Das ist definitiv nicht dieselbe Konstellation, sage ich jetzt mal so. Leck mich am Arsch, muss ich euch besiegen? Okay, bis auf Screen, bis gleich. So, damit wäre das auch geklärt. Ich hoffe, uns stellt jetzt keiner sich mehr in den Weg. Gut, jetzt müssen wir gucken. 1, 2, 3.
Ach, Mist, egal. Für das Elixier war es mir das wert. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Gut. Was bist du für ein Pissnelkenkind? Glaub mir, stirb einfach. Im Wartezimmer war da eine Ardo-Wampe, jetzt ist es eine Defendor. Oh, okay, ich weiß, was sein Spezialgebiet ist, nämlich Verteidigung. Ist wahrscheinlich so ein Tank. Okay. Wenn er jetzt noch hohen Angriff hat, ist er natürlich overpowered. Ach scheiße, ich wollte Fesseln einsetzen. Sollte ich, besser gesagt. Der hier Defendor. Aber sieht gut aus. Nein, die Schilden. Ja gut, das ist definitiv ein Tank. Ein Schaden! Fette! Was ist los bei dir? Acho macht aber immerhin noch mittelmäßigen Schaden. 41, ja okay. Geht. Ah, ich weiß, was los ist. Ich weiß, wie wir den besiegen. Sturrer Angriff. Und du absorbierst meine Kraft, falls es überlebt. Ah, ist gut, erstaunen. Ja, es ist nicht so gut, aber okay. Stopp. Und weiter im Text. Oh. Jo, wir sind voll. Ich lasse die jetzt mal. 12 Minuten. Ab durchs Tor. Da ist er. Er ist über den Tisch gesprungen. Soweit ist es also schon gekommen. Mein eigenes Werk, die X-Linge in Person, steht vor mir, bereit, mich zu vernichten. Das hat er doch selbst zuzuschreiben. Oder warst du es nicht, der mich vernichten wollte? Und ich wehre mich nur. Aber du hast mich doch in ein Schwert verwandelt und... Kein Aber, du bist ein Schwert. Du hast dich nur in einen Menschen verwandelt. Ein eigenes Leben ist mir wohl nicht gegönnt, wie? Eine Waffe sollte kein Recht besitzen. Der Einzige, der hier keine Rechte besitzen sollte, bist du! Vanitas erschien. Das Ende ist nahe. Euer Ende. Du hast gegen uns immer verloren. Was soll heute anders sein? Ihr dachtet doch nicht etwa, die ganzen toten Herzlosen am Herzblutplaneten machen mich schwächer. Nein, sie machen mich stärker! Trotzdem sind sie doch stärker geworden. Das muss man euch lassen, aber es wird euch nichts nützen. Erstmal, du musst dich lauschen. Kommt mir bekannt vor, mein Freund. Kommt mir aber sehr bekannt vor. Wow, Dark Splicer! What the fuck? Instant Death. Was war das? War das 12.000 Schaden oder so? Leck mich. Nee. Nein. So, kurzer Cut. Was hat Tomke jetzt gemacht? Habe ich jetzt verkackt? Nein, gut. Alter, leck mich. Ich muss den zum Brennen bringen, und zwar sofort. Oder seine MP zerstören, besser gesagt. Dankeschön. Ach du heilige Scheiße, ey. Das war kein schöner Angriff. 2300, ja, aber sonst ist dir noch alles wohl gesonnen, oder wie? Idiot. Superform. Weitere MP zerstören. So, Choro. Jetzt können wir richtig loslegen.
2000. Was bringt sturer Angriff? Okay, Paralyse ist weg. 900. Scheiße. Er wird mich jetzt wieder umbringen. Er wird mich sowas von umbringen. Witzig, mein Freund. Extrem witzig bist du. Findest du nicht auch? Also ich finde, du bist witzig. Ja, definitiv. Okay. Danke. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Schutz. Der Typ muss wieder in Superform geraten. Und du zerstörst weiter seine MP. So, Superform mit Deluxe. Alter, der Typ ist overpowered. Er ist mehr als overpowered. Ich weiß nicht, wie lange Stopp noch anhält, deswegen. Jawohl, danke, Choro. Gut, immerhin das jetzt auch schon. Oh, er ist down. Jawohl. Neu, oh, geil. 20, 20, 20. So. Ha, die zwei Level aufgestiegen, geil. Der auch. Haben wir's? Das kann nicht sein. Oh doch, du wurdest erneut besiegt. Das meinte ich nicht. Was? Das kann einfach nicht sein. Ist mir etwa der gleiche Fehler. Nein, 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 nein. Oh nein. Der gleiche Fehler. Es ist außer Kontrolle. Aus wessen Kontrolle? Aus meiner oder deiner? Etwa deiner. Ein weiterer Pyroflow? Schnell, ihr müsst. Schweig still, du Narr. Er hat Vanitas abgeschlachtet. Pathetisch, fast schon bemitleidenswert. Diese Zerstörungskraft der X-Klinge. War ich auch so furchtbar? Leider dann muss mich irgendwie dazu gebracht haben, anders zu werden. Und was euch lächerliche Gestalten dort angeht. Hey, du hast Style, das muss ich dir lassen. Und wer bist du? Sag du mir zuerst, wer du bist. Pyroflow. Pyroflow Scarlet. Ich bin eine Kopie deiner DNA. Kopie meiner DNA? Das hat Vanitas also gemeint. Der Name ist also Pyroflow, hm? Ich werde mir irgendeinen Namen ausdenken, der dazu passt. Diesem Gespräch kann ich schon lange nicht mehr folgen. Du weißt es selber nicht. Ich weiß nur eins. Pyroflow. Ich will nicht nur eine Kopie von dir sein. Ich werde dich vernichten und dann wird es nur noch einen Pyroflow geben. Aber ich kann doch nichts dafür. Das ist dann wohl Schicksal. Ich erwarte einen fairen Kampf, Mann gegen Mann. Leck mich am Arsch, nein, bitte! Ich verstehe, wir werden uns nochmal wiedersehen. Wie? Nenn mich bis dahin X-Pyroflow. Wir haben Ultima, du nicht, also ich bin stärker. X-Pyroflow, langsam verstehe ich gar nichts mehr. Du Idiot, ist das nicht offensichtlich? Pyroflow Mama, die X-Klinge, konnte aber zu Pyroflow werden und konnte fliehen. Meinte, dass er sich dann eine neue X-Klinge aus seinem alten Werken kopiert. Aber er hat den gleichen Fehler nochmal gemacht. Vollidiot. Und diesmal hat ihn dieser Fehler sein Leben gekostet. Verstehe. Aber kein Grund, das traurig klingen zu lassen. Weil das ist selber schuld. Trotzdem war er in gewisser Hinsicht mein Vater. Luke, ich bin dein Vater. Okay. Stimmt. Wegen, wenn man es so sieht. Die X-Klinge hat zu viel Schaden angerichtet. Dafür nehme ich meine Strafe gerne in Kauf. Aber trotzdem können wir nicht zulassen, dass eine weitere X-Klinge den Fehler nochmal macht. Nur diesmal schlimmer. Er wollte sowieso gegen dich kämpfen. Das trifft sich doch. Also gut, X-Pyroflow, wir werden kämpfen. Schön für diesen X-Pyroflow. Ach so. Und wo, bitteschön? Hallo? Wir sind geheilt, Level 20 alle. Ja, ich möchte speichern.
Oh, jemine. Hier gibt's auf jeden Fall keinen Teleporter nach unten, also lass mich kommen. Tritt einfach irgendwo drauf. Dankeschön. So geht's schneller. Aber wo sollen wir denn jetzt hin, bitteschön? Es gibt doch gar nichts mehr. Oh, leck mich. So. Musik ist immer noch episch. Aber wo sollen wir hin? Oh Mann, Ikea-Möbel. Bewegen sich auch wieder von selbst. So, und now? Was ist... Warum? Hä? Ja, möchte ich. Was ist denn jetzt... Oh! Das ist passiert. Und wir können jetzt auch wieder... X-Schloss, der Full Level 30. Nee. Möchte ich nicht. Oh, ich kann man kann ihn also ganz einfach verlassen. Ich möchte speichern. So, wir sehen uns dann. Halt, stopp. Nur so zur Sicherheit. Wir sehen uns. Und nochmal zur Sicherheit. Ich möchte. Naja, nee, das reicht alles. Wir sehen uns dann hier im nächsten Part wieder. Bis dann und ciao.